Hallo und herzlich willkommen. Es ist soweit, ich werde mal wieder Armored Warfare für euch spielen und dann auch gleich mit der aktuellsten und besten Neuerung, dass es auch einen PvE-Modus hier gibt und den will ich euch jetzt präsentieren. Dazu nehme ich hier, ihr seht es schon, den M60. Spiel auch im Zug, von dem wir mal gucken. Die ist da schon etwas bewanderter als ich in dem Thema PvE, also ich hoffe mal, ich verkack's nicht so, weil es ist in der Tat meine allererste PvE-Runde. Also auch für mich komplett was Neues. Lasst euch also auch ein bisschen überraschen. Krass, wie viele 6er, 7er und 8er es schon gibt. Wie gesagt, wie der PvE-Modus umgesetzt ist und alles andere, kann ich euch selber noch nicht sagen. Aber scheinbar... Ah, okay, ich habe scheinbar Headlights. Cool. Cavalry heißt der Modus scheinbar. Oder die Kampagne oder wie auch immer. Also von dem her mal schauen, ob wir so ein kleines Intro bekommen oder ob man einfach hineingeworfen wird und sagt, hier, mach was. Einmal habe ich ja sowas schon gespielt und zwar auf der Gamescom 2014. Da haben sie eine PvE-Mission gezeigt. Die war damals ganz cool. Mal schauen, ob das nach wie vor so ähnlich ist oder ob sie das Konzept komplett über den Haufen geworfen haben. So. Da sind wir auch schon. Briefing und alle bla 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 bla. Okay, also ein Flugzeug ist abgestürzt und wir müssen was zurückholen. Okay. Also, Primary Mission. Und es gibt auch Secondary Missions. Das sind die Sams, die man hier zerstören müsste. So, da oben ist schon mal wieder ein Flugzeug. Und das wird abgeschossen und das werden wir wahrscheinlich auch jetzt bergen müssen, beziehungsweise das, was da gefallen ist. Aber auf dem Weg kommen wir an den Sams vorbei. An den Secondary Missions. Ja, der war schnell weg. Oh. Also, der andere M60 macht es mir hier nicht leicht, da ein bisschen zu helfen. Gerade in dem Fall sind es ja auch Gegner, die ja wirklich noch überschaubar von ihrer Stärke sind. So, zack. Da wird ja schon ordentlich vorgerückt. Und man sieht, man bekommt ja so kleine Panzergegner in den Weg gestellt. In dem Fall klein. Pack 90, auch schon Tier 3. Und auch der bewegt sich. Also es ist nicht so, dass die nur doof rumstehen. Oh, war doch mein Kill. Ich krieg, hab keine Gun Depression. Alter. Also mit den Killshots klappt es so gar nicht. Nein, 3 HP bleiben stehen. Gibt's doch nicht. Alter. So, naja, wenigstens mache ich Schaden, wenn ich sie schon nicht kill. Ist doch auch schon mal was. Ich bin ja der Einzige mit noch 0 Kills. Vielleicht sollte ich auch einfach die Killshots machen. Den T-62 komme ich jetzt nicht drauf. Aber die Gegner, die Secondary Targets, haben wir gleich alle geschafft. Da unten ist noch ein bisschen was an Gegnern. Ich will doch nur einen Killshot. So,
Ersten Hit. Zweiten. Und ich sehe ihn jetzt schon wieder. Ja. Also Kills und ich, wir sind echt keine fetten Homies. Egal, ich mache den Schaden. Ich hau ihn jetzt einfach mal raus. Ja, yeah, da konnte ich den ersten endlich zerstören. Vielleicht kriege ich noch einen. Und noch einen. Na, endlich kommen die Kills auch mal zustande. Ist jetzt eben eine einfachere Mission. Da hat es extra so ausgewählt, dass ich es nicht allzu schwer habe, muss man gestehen. Weil auch natürlich ist es wichtig, dass ihr so selber ein bisschen was seht und ich hier auch mich eingrooven kann. Und schön das Wasser. Ich habe das Gefühl übrigens, das Spiel läuft etwas performanter. So. Was ist damit? Soll ich das zerstören oder was? So, Defend Plane. Heißt jetzt zum Flugzeug. Ich hätte übrigens 10 Gegner mal tracken sollen. Wo ist das Flugzeug? Ich fahre jetzt mal hinten da, wo das X ist. Da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas passieren sollen wird, muss. Auf jeden Fall haben wir auf unserem Weg schon schön viel Gegner zerstört. So, da oben wird jetzt also schon gecapped. So, Anfänger da. Weg mit dem Haus. Ich will noch ein Cap, ich will noch ein Cap, ich will noch ein Cap. Ich will wenigstens einen Cap-Punkt haben. Da ist das Flugzeug übrigens da hinten. Ja, und wir haben die PvE-Mission erfüllt. Und ich bin schon sehr gespannt, was es dafür geben wird in der Endauswertung. So, Mission completed. Ja, Teamlist. Naja, ich bin wenigstens vom Schaden ganz gut dabei gewesen. Also ich habe mich einigermaßen geschlagen, sagen wir es mal so. Ging besser, ging aber auch schlechter. So, was kommt jetzt noch? Oh, und da geht Klerik gleich die nächste Mission weiter. Aber das will ich nicht, sondern ihr solltet jetzt mal sehen, wie das hier läuft. Und ja, ich denke, das war ein guter erster Eindruck. Von dem her, es wird auf jeden Fall noch mehr von Armored Warfare geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba. So, das muss ich euch jetzt doch noch zeigen. Und zwar ist jetzt das die Endauswertung. Es werden 3 random PvE-Missionen gemacht und dann geht's hier hin. Das heißt, man bekommt natürlich ordentlich XP, bekommt etwas in Anführungszeichen freie Erfahrung und auch noch eine Credit Reward. Also so ist es. Das heißt, wenn ihr Premium hättet, wäre es natürlich auch etwas mehr. Auch etwas sehr viel mehr. 1:1 zu 1:7. Und man kann sich auch die Teamlist nochmal anschauen und anzeigen lassen. Da war ich auf Platz 2. Beziehungsweise, nee, ich wollte gerade sagen, auf Platz 3. Moxie, also meine Teampartnerin, hat sich hier sehr, sehr wacker geschlagen. Und ja, da sieht man also auch nochmal da einen Vergleich. Ich hoffe, euch hat es doch gefallen und ihr könnt ein bisschen jetzt was von dem Thema PvE mitnehmen. Also bis bald, euer Alcaramba.